In den Shows für Jugendliche geht es bunter, bewegter und lauter zu. Im Grunde aber ist es das gleiche Schema wie in den Abendshows. Ausklammerung der Wirklichkeit und die Illusion von einer problemlosen, heilen Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. 2 Grad Minus und dennoch wie immer heiße Musik alle 4 Wochen aus Berlin. Heiße Musik bei Ihrer deutschen Hitparade aus den Bufa-Studios, Berliner Union-Filmstudios aus Berlin. Das Schnellfeuergerede des Showmasters sorgt dafür, dass die einmal angeheizte Stimmung nicht abflaut. Für Improvisation, die man gerne vortäuscht, ist keine Zeit. Selbst die Plauderei des Showmasters ist auswendig gelernt und mit der Stoppuhr bemessen. Zufälligerweise dann Rainer Schmitz in Daringhausen und so weiter und so weiter. Den Sack bitte gleich zur Post, bitte ernst. Sofort zuschnüren und sofort ab. Du, ich habe mein Herz verloren. Teddy Parker. Die Interpreten gleichen Märchenprinzen, die sich an diesem Tag unter Menschen gemischt haben. Ein schönes Röschen. Ja. Ich sag mal eine andere Frage. Rein beruflich gesehen, da kommen noch viel mehr Rosen. Oh, danke dir. Zauberhaft. Dankeschön. Du, da kommen noch, sagte ich gerade, aber rein beruflich gesehen, hast du eigentlich dein Herz ja doch einige Male verloren. Denn du bist nicht nur, was keinesfalls jetzt negativ sein sollte, keinesfalls einschränkend, wir haben alle einen sehr harten Beruf, nicht nur Schlagersänger. Mit den Erfolg der Sendung und die Vortäuschung von jugendlicher Frische und Ungezwungenheit haben Routiniers des Showgeschäftes wochenlang alles genau vorbereitet, wie große Auftritte von Mannequins und Dressmen. Wir planen dann, das wird 2 große Totale. 2. Die bei der Sendung mitten im jugendlichen Publikum sitzenden Schlagerstars werden vom Regisseur bei den Proben genau postiert. Ihr Gang vom Sitzplatz zur Bühne wird exakt berechnet. 15 Sekunden ist viel Zeit, nicht? Dieser Regisseur ist Star unter den Showregisseuren. Er hat bereits hunderte von Unterhaltungssendungen arrangiert. Aber auch er muss Rücksicht nehmen auf die Vorstellungen der Programmverantwortlichen. Bei der Gestaltung seiner Shows beschränkt er sich daher auf technische Perfektion. Ja, weil ich's will, komm. Die Interpreten in Unterhaltungssendungen noch werden weiter von der Massenpresse gut, und von der Plattenindustrie so, zu Stars hochgejubelt. Gut. Im Fernsehstudio ordnen sie sich bereitwillig dem Regisseur unter, denn er kann ihnen zum entscheidenden geschäftlichen Durchbruch verhelfen. So, zu groß, 3, extern schalten. Einen Moment bitte, stopp. Setz dich mal hin, Manuela. Können wir da was am Licht fummeln? Guck's dir mal an. Du bleibst auch sitzen. Bitte zuerst. Nicht? Das machen wir erstmal eine hübsche Manuela. Stopp. Stopp. Das ist eine sehr ungünstige Position hier mit diesen Kabeln. Du hast den Kopf groß von ihm, er fährt total hier rüber in den Monitor rein, ja? Na, sing mal, Heino. Kannst du das Bein noch weiter runternehmen? Andere. Ja. Spotlight drauf. Jugendshows fördern den Star-Ruhm, den die Plattenindustrie für ihren Umsatz braucht. Bei der Auswahl von Musiknummern ist das Fernsehen auf das Angebot und die Zusammenarbeit mit der Schallplattenindustrie angewiesen. Dabei kannst du immer links und rechts sehen, ja? Setz dich hin. Worte, die du auf unsere Liebe reichst. Ja, gut so. Für die Plattenindustrie sind Unterhaltungssendungen des Fernsehens ein wirksamer und billiger Werbeträger. Verständlich, dass sie über Redakteure und Produzenten versucht, die Auswahl von Musiknummern und Sängern zu manipulieren. Ich träume mit offenen Augen von dir. Uli Martin, Startnummer 10. Die Schlagerweisheit erschöpft sich in primitiven Wortreimen mit immer wiederkehrenden Klischees. Ich träume mit offenen Augen von dir.
gelegentliche Versuche von Redakteuren des Fernsehens, Textern und Regisseuren, von den Klischees in Unterhaltungssendungen wegzukommen, scheitern zumeist an der Unbeweglichkeit der Programmverantwortlichen und an der Furcht vor dem Risiko. Sein. Glaub mir, ich lass dich niemals mehr allein. Lange hab ich gesucht nach dir. Fast alle gängigen Schlager lassen sich auf den gemeinsamen Nenner bringen: Einsamkeit, Wunder, Liebe, Glück, ich und du. Wodurch glauben sich die Verantwortlichen des Fernsehens, also Abteilungsleiter, Programmdirektoren und Intendanten, in ihrer Auswahl von Unterhaltungssendungen bestätigt?